hereinspaziert. Ich bin Thorsten Brockmann, Redakteur bei der Nordsee-Zeitung und teste heute mal, wie es sich denn so schläft auf der Schulschiff Deutschland im Hafen von Bremerhaven. Also die Koje ist sehr bequem. Unbedingt geräumig, die Kopffreiheit, da mache ich mir noch ein bisschen Sorgen, aber ich soll ja ruhen. Schulschiff Deutschland bleibt die Küche noch kalt, also gibt es den Snack zum Abend und das Glas Wein dazu von der Bude vom Land. Schade nur, dass es auf der Schulschiff Deutschland keine Hängematten mehr gibt. Bei dem Wetter unter sternenklarer Nacht, das wäre super. So, und jetzt Ruhe im Schiff. Gute Nacht.